Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Wir befinden uns hier wieder auf der Bergischland und wir wollen heute durchstarten mit dem ersten Schnitt. Unser Gespann steht hier schon bereit, aber wir müssen noch ein bisschen mit der Zeit vorangehen, denn ihr seht, oben steht noch Feuchtigkeitsgrad, ist immer noch ein bisschen zu feucht. Wir sind hier bei 22%. Das hoffen wir, ändert sich mal. Wir haben eigentlich ganz gutes Wetter und ganz gute Temperaturen ebenso. Ich kann ja noch bei Seasons reingucken, was das Trocknungspotenzial sagt. Ja, spätestens ab 9 Uhr wird es eigentlich ganz gut. Das sollte auf jeden Fall passen. Hoch. So, 21. Ja, das haben wir gleich. Immer noch. Gehen wir hier auf 8. Das sollte eigentlich soweit passen. Immer noch so oder länger als 10 sollten wir eigentlich nicht unbedingt spulen, weil sonst der ganze Spaß schon relativ spät ist. Gut, immer noch 21%. Oh, wie lange dauert das jetzt noch? Das ist ein bisschen blöde. Wir fangen auf jeden Fall hier auf den Wiesen an und ja, dann hier die Wiese noch gegenüber, und ich denke mal, wir machen erstmal das ganze Gras fertig. Also wenn wir dann noch Zeit haben, fahren wir auf jeden Fall ein, glaube ich, zu der Wiese hier ganz hinten. So, jetzt müsste es passen. Jo, Zeit schnell runter, dann kriegen wir das noch alles ohne Probleme hin. Also schwingen wir uns in den Trecker und schnell Section Control aus, und das machen wir auch noch einmal aus, eben einmal das ganze Gespann hier an, gucken dann mal. Gut, was wir auf jeden Fall noch machen können, ist runterschalten, einmal wieder das Lenkrad kalibrieren, das ist ja Allrad rein. So, dann gucke ich mal kurz, in welchem Ding wir ausgewählt sind. Das ist das Falsche. So, jetzt einmal. Mittelbreitablage, Schwartablage und Breitablage. Ja, wir können eigentlich ruhig Breitablage machen. Boah, das ist aber verdammt eng. Da müssen wir wohl erstmal gerade reinstechen. Sonst wird das nichts. So, das müsste erstmal reichen. Jetzt stechen wir wieder gerade zurück. Und dann hier nehmen wir das gleiche. Ich kann eigentlich auch wieder in die Innenansicht wechseln. Das sollte ich noch gerade so hinkriegen. So, jetzt probieren wir mal ein bisschen Distanz hier zum Zaun aufzubauen, damit wir unser Heckmähwerk auch ausklappen können ohne Probleme. Ich mache hier nochmal die innere Kamerabewegung aus. So, jetzt klappt der Schmarrn hinten aus. So weit aus. Haben wir Section Control an oder was? Ne, haben wir noch nicht an, das ist auch gut so. Heben wir das nochmal hoch. Hier am Zaun lang fahren können ohne Probleme, dass wir irgendwie was nicht ordentlich in dem, warum funktioniert das nicht? Ah doch, das funktioniert wohl. Das sah nur ein bisschen komisch aus. Ach ja, und wir sehen jetzt schon, dass der Ertrag echt nicht gut ist. Das sieht man auch oder gerade jetzt inzwischen ganz gut. Ja, ich kann heute echt wieder schön fahren. So, jetzt kriegen wir das noch besser hin. Konzentriere ich mich mal kurz. So, fahren wir ein bisschen weiter, heben wir aus, hinten genauso. Dann drehen wir hier einmal rein. Ja, und wir sehen, wir haben mit dem großen Fendt hier überhaupt keine Leistungsprobleme.
was wir vielleicht mit dem 700er schon gehabt hätten. Also das kann ich auch nicht genau sagen, aber ich würde es mal vermuten. Denn der ist einfach noch nicht ganz so stark aufgestellt. Auch ist ja auch selbst nicht unter voller Motorisierung, also nicht stärkste Modell, ne? Das weiß ich so nicht. Das denke ich mal war eine ganz gute Entscheidung, dass wir uns dann erstmal einen Vorführgespann geholt haben. Jetzt haben wir da eine ganze Menge stehen gelassen, das können wir aber gleich auch noch wegmachen. Genauso wie hier. Dann geht es auch direkt weiter. Ja, wir machen das hier ganz schön mit dem vom Band weg. Da hat natürlich einige Vorteile am Ende bei den nächsten Arbeitsgängen. Da können wir uns ein bisschen den Aufwand mit dem Kreisler oder Wender, wie auch immer ihr das nennen mögt, so nah am Zaun lang zu fahren. Jetzt probieren wir mal ganz kurz hier ein bisschen besser die Kurve hinzukriegen. Irgendwie. Dann mal die Bahn da vorne mitnehmen. So. Jetzt probieren wir hier ganz gut rumzukommen. Das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Vorgewende ist immer ein bisschen tricky, aber danach soll das eigentlich gut laufen. Ui. Gut, wir haben jetzt auf dem Schlepper kein GPS. Das war vielleicht auch nicht unbedingt die schlauste Idee. Aber so schlimm ist es eigentlich auch nicht. Ja, das funktioniert eigentlich immer ganz gut, wenn hier diese Variante, um eine Kurve zu fahren. Wenn man darauf aufpasst, dass man hinten nichts mitnimmt. Das hat auch ganz gut geklappt, würde ich sagen. So, dann schalten wir unser Mähwerk einmal um. Auf beide hoch, genau. Und wir können jetzt eigentlich mal Arbeitsbreite können wir ruhig auf dem Maximum lassen, aber wir können mal das Section Control einschalten. Genau. Und jetzt senkt er das Ganze nämlich die ganze Zeit automatisch ab. Und da müssen wir uns nicht drum kümmern. Das ist eigentlich ganz angenehm, da gibt es zwar ab und zu noch ein paar Problemchen, also es ist nicht ganz rechtzeitig passiert, aber die Bahn können wir dann am Ende notfalls nochmal mitnehmen, wenn das gar nicht klappen sollte. Stechen jetzt hier einmal schnell gerade durch und machen dann hier auf der Rückseite noch die vorgewendete Bahn. Uiuiui, das war nicht geplant, habe ich mich verbremst. Ja, hier sieht man es jetzt schon wieder ganz gut, dass der ein bisschen früh ausgehoben hat. Ein bisschen blöd, aber es geht noch. Also da macht das ist jetzt auch nicht und nicht nicht großartig dolle schlimm. So, dann nehmen wir das Stückchen hier noch mit. Ja, komisch, also der hebt noch ein bisschen früh aus. Woran das liegt, kann ich euch echt noch nicht sagen. Noch ein bisschen komisch. So. Jetzt nehmen wir hier mal die lange Bahn nach unten wieder mit. Ach, jetzt habe ich Vollhorst das wieder von alleine abgesenkt. Das war natürlich nicht so schlau. Aber egal. Ja, und wir sehen der Ertrag hier auf der Minimap. Sieht man das jetzt durch Precision Farming ganz gut. Der ist jetzt nicht sonderlich sonderlich toll, ne? Also da sollten wir uns jetzt nicht für loben, dass wir hier so einen Ertrag runterholen. Aber ja, wir haben es verpeilt mit dem Düngen. Das ist jetzt schon, also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass es jetzt schon kein Dreifaches Gras ist.
also überhaupt gar nicht. Ich hätte eher gedacht, dass wir dann noch über 3 Tage für haben. Jetzt, ja, mit dieser Kombination gehen auch die größeren Flächen hier natürlich schnell runter. Das haben wir bald fertig, ja. Ertrag, es liegt hier echt wenig drauf, also das ist echt, wird kein gutes Ergebnis sein. Aber gut, damit müssen wir jetzt leben. Dafür haben wir auch ein bisschen weniger ausgegeben dafür, also kein Dünger, aber naja. So, passt das noch oder eher nicht? Eher nicht, also egal. Wir müssen ja eh noch einmal hier die lange Bahn hochnehmen. Dann können wir eigentlich auch gleich so weiterarbeiten. Beziehungsweise eben hier so auf dem Weg. Ja, was soll denn das? Das ist irgendwie mit dem Frontmähwerk stimmt noch nicht immer ganz alles. Muss ich mal so sorgen. Es geht noch ein bisschen besser. Seht, es ist auch echt ein schickes Gespann eigentlich. Kann man nicht wirklich meckern. Wir machen jetzt hier noch einmal ordentlich. Alles sauber. Knapp, aber egal. Funktioniert. Alles klar. Danke dafür, dass du gar nichts machst. Stückchen und das hier und das hier. So, jetzt können wir eigentlich mal zusammenklappen. Genau, wird es auch schön ruhig. Und dann gucken wir mal hier im Precision Farming Tab, was der Ertrag so sagt. Und ja. Wir sind hier noch bei guten, also was ist denn dort? Oh, sogar noch bei 95% auf der Seite, aber hier ist es dann bei 70%, ja, es geht noch. Also es ist jetzt nicht toll, aber es ist jetzt auch nicht ganz, ganz dramatisch. Würde ich das mal betiteln. So, ich müsste eigentlich auf dem vorderen Gerät sein, genau. So rum. Und los. Dann machen wir das kleine Stückchen hier auch noch weg. Dann
nehmen wir ruhig alles mit, was wir haben. Die Tiere können natürlich das, was auf der Weide steht, behalten. Ja, hier machen wir jetzt auch nicht hier einen auf ganz ordentlich. Das wäre ein bisschen übertrieben. Zu, damit die Leuchten ausgehen. Mit diesem blöden Kall da für die kleine Fläche. Macht das jetzt den Kohl nicht fett? Aber hier können wir durch die Straße schon schön weit rausfahren. Das nehmen wir natürlich dann doch mit. So wollen wir ja nicht sein. Halten wir mal wieder um auf beides hoch. Und dann geht das hier auch auf die nächste Bahn direkt weiter. Und ja, sieht eigentlich echt schick aus hier alles. Kann vielleicht noch ein paar Sachen an Reshade umändern und schöner machen und was weiß ich alles. Aber das sehen wir dann erst in Zukunft. Mal, was dann noch so zu rausholen ist. Denn ich nutze jetzt anstatt 3DFX inzwischen Reshade, weil das eben mit den Spiegeln da funktioniert. Und das ist natürlich doch in einigen Fällen echt ganz hilfreich und ganz angenehm, wenn das läuft. So. Knappe Sache. Aber rumgekommen sind wir trotzdem noch. Und somit ist der kleine Acker hier auch wieder fertig soweit. Genau. Also schalten wir hoch, machen einmal Allrad raus und bewegen uns dann einmal ziemlich zügig zum nächsten Feld, beziehungsweise ich muss noch mal ganz kurz anhalten und schauen, ja, wie es aussieht. Genau, wir fahren noch einmal schnell zum nächsten Feld. Drücken wir ordentlich aufs Gaspedal. Das kann man ja auch gut ausnutzen bei der Maschine hier. Man muss schon sagen, hier das Gespann oder allgemein die Mähwerke sind schon sehr breit vergleichsweise für Mähwerke, also zumindest das Frontmähwerk. Da ist schon ganz schön eng manchmal, aber es geht soweit noch ganz gut. Also es ist jetzt nicht so, dass man, dass man gar nicht mehr durch die Straßen kommt. Hier hat man es gerade wieder gesehen mit der Brücke rechts und dem Auto links. Dann nach der Kurvenfahrt war es dann doch schon ein bisschen enger. Aber das sollte soweit noch alles kein Problem sein für uns. So, hier links ist auch schon die nächste Fläche. Werden wir uns dann auf jeden Fall angucken. Oh. Erstmal nochmal ein Stückchen zurück, damit wir hier halbwegs gut in die Feldeinfahrt reinkommen, ohne den Verkehr großartig zu stören. Kam ja gerade zum Glück kein Auto. Und dann bremsen wir hier ordentlich mal ab, dass wir auch gut stehen bleiben. Und stopp. So. Dann springen wir mal raus. Und ich mache hier noch das Tor auf, aber ich würde sagen, das soll es auch gewesen sein für die Folge hier mit der Sonne im Hintergrund, denn wir sind schon wieder bei gut 20 Minuten und somit ist die Folge auch wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt an ein Abo, denkt an ein Like. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss und ciao.